Hallo und herzlich willkommen, ich bin's, euer Cornel. Wir sind zurück bei Donkey Kong Country Returns. Endlich mal wieder und ja, ich habe mir natürlich den perfekten Zeitpunkt für so eine lange Pause gegönnt. Denn wir müssen ja das Kong-Level machen und danach den Endboss. Gut, probieren wir's mal. Probieren geht über Studieren und am Ende können wir es eh nur probieren. Das war eine Weisheit, die müssen wir unbedingt so stehen lassen. Kong-Level. Ich denke, wir haben sehr viel Zeit zu reden, Leute. Ich glaube, das könnte sich um ein etwas längeres... es könnte etwas länger dauern hier. Ich weiß es noch nicht so ganz genau. Ich muss mal hier kurz meine Kabel richten. Meine Kabel, lustig. Okay. Ja, wenn ich jetzt rüttel und schüttel, kann es sein, dass mal die Flaschen, die auf meinem Tisch stehen, anfangen, gegeneinander zu schlagen. Gut, ich bin so gut. Ich bin so gut, ich bin so gut. Ich bin so gut. Ja, gut, da war auf jeden Fall schon mal kein, Puzzleteil. Fuck, ey. Boah, ich bin nicht schlecht in dem Spiel. Das Problem ist auch einfach, dass... Mann, fick dich! Jetzt haben wir noch nicht mal Diddy. Kriegen hier Diddy nirgendwo, oder? Oh, fuck, ey. Nein! Die Fledermaus war doof. Oh, das Problem ist, ihr kennt ja meinen kleinen Bildschirm eventuell, falls ihr dieses... Ach, da steht doch Diddy. Ja, da habe ich nicht gesehen, tut mir leid. Ihr kennt eventuell meinen kleinen Bildschirm, auf dem ich spiele. Und bei DKCR ist er noch kleiner, weil einfach so vom Layout am Anfang direkt was fehlt irgendwie. Ich weiß nicht, das kann ich gar nicht viel besser erklären, weil es sowieso irgendwie Schwachsinn ist. Es ist halt einfach, es hat halt jetzt in meinem kleinen Bild hat es auch noch Ränder oben, unten, links und rechts. Das ist einfach so die Sache, die ein bisschen krass ist. Naja. Gut. Wow, krass, Alter. Ich lebe noch, ich weiß aber nicht ganz genau wie. Nein! Oh, das war so knapp. Wo sind denn die Puzzleteile? Da ist eins. Wow, wow, wow. Ich bin oben, aber ich habe Diddy verloren. Ja. SS, ich habe kurz vergessen, ich musste da warten. Gut ist aber, dass wir die Puzzleteile schon haben, so müssen wir jetzt da nicht mehr drauf warten. Ah, ja. Fick dich! Okay, hat nicht geklappt. Wie viele Puzzleteile haben wir schon gehabt? Ich weiß es nicht. Es ist zwar natürlich ganz dumm, dass wir da ein Herz verloren haben. Weil es hier, glaube ich, auch gar kein Herz mehr so gibt, oder? Ich muss erstmal wieder ein bisschen reinkommen. Ich hoffe, das ist für euch nicht allzu schlimm, aber ich denke mal... Naja, was sollt ihr sagen? Ihr könnt nur abschalten und dann ist es im Prinzip ja auch egal. So. Ja, gut. Ich bin relativ gut in diesem Spiel, man sieht das. Es ist unglaublich, wie ich durchziehe hier und da, wie ich da einfach die Sprünge setze. Es ist der Wahnsinn. Ich muss ganz ehrlich sagen, es killt mich gerade ein wenig, wie klein mein Bild tatsächlich ist. Okay, wir warten einfach. Naja, über was können wir reden, Leute? Ich bin momentan oft wieder, das merkt man vielleicht auch, man könnte jetzt vielleicht auch wieder sehr, wie soll ich sagen, man könnte wieder fragen, Cornel, du hast doch angekündigt, hier, endlich so viel Zeit, großes YouTube, eineinhalb Monate Projekt, 2 bis 3 Videos am Tag, was ist da los, wo sind die Videos, was ist denn da los, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin momentan einfach wieder in so einer Situation, wo ich sehr viel nachdenke, das ist oft so ein Problem von mir, wenn ich viel Zeit habe, dann denke ich auch viel nach und Moment, ich muss mal hier irgendwie die Kabel sortieren. Das nervt mich alles irgendwie. Das ist so zum Kotzen. Wenn ich viel Zeit habe, das ist so ein Problem. Ich war in meinem ersten Semester. Während dem Semester war ich eigentlich sehr glücklich und sehr... Ja doch, ich war sehr glücklich. Weil ich hatte zu tun, ich wusste, was ich mache, wofür ich es mache. Auch wenn es nicht immer so... Auch wenn es hier und da manchmal so die Frage ist, die man sich auch in der Schule oft fragt, wofür mache ich das eigentlich alles? Das brauche ich nie wieder. Trotz allem, man studiert, man weiß, warum man zum Studium geht, man
hat nicht immer die beste Laune. Man denkt sich oft, ah, ich habe keinen Bock jetzt zu lernen oder mir die Kacke anzuhören. Aber im Grunde genommen weiß man, wofür man es macht und man... Warum springst du nicht? Und man weiß, wofür man all das tut. So, jetzt ist natürlich die Zeit, ich habe so viel Freizeit und wenn ich so viel Freizeit habe, dann bin ich so einer, dann fange ich an nachzudenken über sehr vieles und zum Beispiel, und es ist halt so, dass YouTube einfach auch nicht das Gefühl gibt, du weißt, wofür du es tust, weil das ist es im Prinzip nicht. Ich weiß, dass ich das tue, weil mir ein paar Leute zugucken und weil ihr hoffentlich Spaß daran habt und mir das dann auch so mitteilt, damit ich auch irgendwie mein Selbstbewusstsein aufrechterhalten kann. Nein, ich mache das, weil ich daran Spaß habe, weil andere Leute daran Spaß haben, mir zuzugucken, hoffentlich, auch wenn ich hier gerade spiele, der letzte Depp. Das ist mir alles bewusst. Das Problem ist nur, dass ich natürlich überlege oder überlegen muss, weil ich bin jetzt auch nicht mehr 12, ich wohne alleine, ich muss meine Miete zahlen. Es geht, ich habe ein bisschen, man muss natürlich gucken, dass man genug Geld hat. Ach, da unten ist ein Puzzleteil. Ist egal. Sollte ich das jetzt hier schaffen, mache ich das Level einfach irgendwann anders nochmal. Oder ich hole das Puzzleteil, wenn ich... Wow, okay. Wenn ich, das im Spiegelmodus spiele, yeah. Okay, okay, okay. Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Okay, okay. Oh, wo ist denn das Ziel? Ich hätte voll Bock aufs Ziel, weil ich einfach... Es ist einfach echt schwierig, in so einem Level wieder ins Spiel reinzukommen nach so langer Zeit, weil es einfach auch schwierig ist, ob man es mir glaubt oder nicht. So, mir fehlen zwei Puzzleteile, okay. Ich werde aber jetzt nicht riskieren, hier zu sterben. Ich gehe nochmal darüber. Ich gucke nochmal. Nee. Habe ich zwei Puzzleteile verpasst, mache ich irgendwann mit Squawks nochmal neu das Level. Aber jetzt erstmal nicht mehr. Boah, das war echt anstrengend. Machen wir erstmal jetzt den Boss und gehen dann in die nächste Welt und kommen dann erstmal wieder rein ins Spiel. Ja, holen uns erstmal wieder ein paar Skills. Ich muss mal wieder einen Blick für den Bildschirm kriegen, weil er halt, wie gesagt, relativ klein ist. Haben wir sonst eigentlich überall alles? Achso, da geht's nicht, ja. Ja, sonst haben wir überall alles. Das ist doch auch was. Auch was Gutes. Außer halt jetzt im Tempel. Das ist ein bisschen schade, aber was soll's. So, der Boss. Der Boss, der Boss, der Boss, der Bosse. Kneifende Korsaren, du bist der Boss. Okay, okay, yeah. Und, ja, ich habe angekündigt, bla bla bla, viele Videos, bla bla bla. Ich mache jetzt und bla und bla und bla. Und dann sitzt du halt einfach hier und du wachst morgens auf und du weißt, okay, du musst heute nichts machen. Und dann weiß ich, okay, ich habe genug Zeit, um Videos zu machen. Und dann fängt es an. Und dann denkst du nach und du denkst dir, ja, dies und das und das und dies. Und ja, im Endeffekt ist es einfach so, dass es dann irgendwo... Fick dich! Dass es einfach irgendwo anfängt, dann schlägt sich einfach die Laune um in nachdenkliche, schlechte Stimmung und du weißt einfach nicht mehr genau, ja... Ja, jetzt macht ihr das, wo ich über euch drüber hüpfen muss. Wie geht denn das nochmal? Muss ich da... Kann sein, dass ich dagegen rollen muss? Ah, okay. Ah, das habe ich ja, das wusste ich jetzt gerade nicht. Das war ärgerlich. Okay. An für sich ist der Boss relativ einfach. Achso, ich muss erstmal auf ihn draufspringen. Okay. Wieso denke ich so viel nach? Keine Ahnung. Es ist einfach... Ich mache mir oft selber schlechte Laune und das ist wahrscheinlich auch ein bisschen nervig für mich selber, ja. Es sind einfach so elementare Dinge, die mir manchmal fehlen vielleicht und ja, fick dich. Und wo ich mich dann frage, ob es normal ist, dass sie mir fehlen, ob das an mir liegt, dass sie mir fehlen, ob das... Ob ich irgendwas falsch mache, ob ich einfach ein Vollidiot bin, bla bla bla. Da. Ja, genau, der fällt so auf mich drauf. Gibt da viele Sachen, die man da natürlich dann auch als. Es ist einfach. Oft ist es einfach, dass ich
nicht in die richtige Laune komme. Und um LPs aufzunehmen, ist meiner Meinung nach wichtig, dass man in gute Laune kommt. Ich kann solche Leute nicht verstehen, die das immer und überall durchziehen können. Oder für die das irgendwie, keine Ahnung, professionelle Arbeit oder so ist. Vielleicht kommt es auch mit der Zeit. Also ich kann zumindest kleine YouTuber, die so auf mega professionell tun, kann ich nicht verstehen, weil ich mir einfach denke so, Alter, ich dachte, du hast Spaß daran. Was halt nicht heißen soll, dass man, wenn man es professionell macht, irgendwie zum Beispiel Leute, die damit ihr Geld verdienen, dass man da keinen Spaß dran hat. Da hat man mit Sicherheit auch Spaß dran, aber da muss man wahrscheinlich dann auch mal aufnehmen, wenn man schlechte Laune hat. Man muss ja auch zur Arbeit gehen, wenn man mal nicht so gut drauf ist, ne? Das ist ja gar nicht die Frage. Fick dich. Aber so für mich ist es halt einfach der Punkt, ich kann nur aufnehmen, wenn ich in der richtigen Laune bin. So, und da das momentan nicht immer so gegeben ist, habe ich momentan einfach ein Problem damit. Ja. Wie steht ihr eigentlich zum Thema Hoffnung oder so? Keine Ahnung. So an für sich sollte man ja mal sagen, oh, ich bin auch der Meinung, Hoffnung ist nichts Schlechtes, aber oh Mann, oft ist es auch einfach so, dass es ein schwieriges Thema, eigentlich will ich da gar nicht drüber reden. Hofft ihr? Ja, fickt euch, oh Mann. Hofft ihr oft? Findet ihr Hoffnung, ist irgendwas Vernünftiges oder findet ihr Hoffnung scheiße? Wie gesagt, prinzipiell finde ich schon, Hoffnung ist was. Wieso wurde ich da jetzt schon wieder getroffen und wieso. Ich. Mann, was soll ich denn machen, wenn der so kacke da drunter liegt? Ich will jetzt nicht sterben. Mach hoch die Zangen. Mann! Auch der hat sich nicht gedreht! Gerollt! So eine Hurenkacke. Seht ihr, da hoffst du, dass du die scheiß Bosse besiegst. Und was passiert? Nichts, nur Kacke. Nein. Es ist einfach, ich mache mir selber schlechte Laune oft. Und ich weiß, das ist nicht gut und bla und blub, aber es ist einfach so. Kann ich jetzt auch nichts gegen machen. Und deswegen bin ich momentan in den letzten ein, zwei Wochen nicht so in der Lage aufzunehmen, wie ich mir das vorgenommen habe. Weil ich gedacht habe, ey, mir geht's gut, wenn ich frei habe und endlich mal mich chillen kann und oh Mann, wenn ich mich endlich mal chillen kann und wenn ich endlich mal einfach das machen kann, worauf ich Bock habe, Videos und Spaß haben. Aber es ist tatsächlich doch nicht so einfach. Mann, wieso nehmt ihr in eure Zangen nicht hoch? Ja, töte mich. Ist doch zum Kotzen, ey. Hab ich gedacht. Ist auch prinzipiell so, aber man weiß halt nie, was dazwischen kommt und das Problem ist, dass mich manchmal schöne Sachen sogar töten. Das klingt vielleicht doof, aber manchmal, wenn mir schöne Sachen passieren, und das haben schon einige Menschen miterlebt, wahrscheinlich sogar, wenn mir schöne Dinge passieren, wenn ich Menschen treffe, die ich mag, wenn ich Menschen treffe, die mich mögen, kann es passieren, dass ich deswegen schlechte Laune kriege, weil ja, weil dann einfach trotzdem irgendwo immer irgendwas für mich persönlich fehlt und ich weiß, dass die Menschen mich zwar mögen, aber die Menschen nicht da sind, um mir meine... Och Mann, fick dich Spiel. Was ist denn das für eine Kacke? Ohne Spaß. Das ist ja richtige Kacke, Mann. Das funktioniert ja auch alles mit dem Schütteln nicht so gut. Machst du jetzt deine Arme hoch, wenn ich auf die springe? Nein, okay. Boah, hier riecht's gerade voll lecker. Irgendjemand ist hier am Kochen. Ja, das ist so eine schlechte Angewohnheit von mir. Wenn ich froh bin, dann... Wenn ich glücklich bin, weil ich Menschen um mich habe, die mir das Gefühl geben, mich zu mögen, dann kann es trotzdem passieren, dass ich schlechte Laune kriege, weil ich mir selber eine Blockade vorschieb. Es ist eine total dumme Angewohnheit von mir, ich weiß. Es ist eigentlich völliger Schwachsinn. Ja, genauso wie mit... Das ist genau das gleiche wie mit Mario Kart. Eigentlich hätte mich Mario Kart natürlich glücklich machen sollen, ne? Also, das ist ja genau der Punkt, den viele nicht verstanden haben. Jetzt rede ich wieder darüber, aber ist auch nicht so schlimm, denn ich werde ja bald wieder Mario Kart anfangen. Also kann man das ruhig nochmal aufnehmen.
Das war so ein einfacher Boss, war, dass ich den so lange nicht geschafft habe. Das ist einfach traurig. Mario Kart hat unglaublich gute Zahlen bekommen, unglaublich gute Bewertungen, also rein von den Daumen hoch. Boah, ich schaff's öfters als normal, cool. Wie oft kann man da? Weiß ich nicht. Mario Kart schafft vieles, was mich eigentlich glücklich macht, aber weil es dann diese ganzen Sachen schafft und mich glücklich macht, ist das so der Punkt, wo ich mir gesagt habe, ey, ich hasse es. Das ist komisch, ich weiß, aber ich bin einfach ein komischer Mensch und... Ach ja, ich weiß auch nicht. Es ist einfach so, dass es momentan oftmals ein bisschen, bei mir persönlich, in meiner Gefühlswelt ein bisschen Achterbahn ist und ich selber nicht so genau weiß, was ich von allem halten soll und... Warum sind wir jetzt noch im Wackeliger Wasserweg reingegangen? Wackeligen Wasserweg, wir gucken kurz rein, was so die neue Welt zu bieten hat, denn wir sind jetzt in einer neuen Welt. Und sie hat sehr viel zu bieten, nämlich immer noch ein bisschen Strandgebiet. Was denn hier alles so im nächsten Part abgeht, das sehen wir dann im nächsten Part. So, jetzt habt ihr mal ein bisschen was über Cornels Gefühlswelt erfahren oder so, keine Ahnung. Ich hoffe, dass ihr irgendwas damit anfangen könnt. Wenn nicht, dann... Ihr müsst es nicht verstehen, ich verstehe mich selber so oft nicht. Ich habe nur versucht, euch ein bisschen daran teilhaben zu lassen, damit ihr mich eventuell auch mal irgendwie irgendwo verstehen könnt. Ich hoffe, ihr habt Bock auf DKCR. Damit geht es jetzt auch wieder weiter. Und dann sage ich einfach mal in diesem Sinne, tschüss und bis dann, euer Cornel. Und danke für eure Geduld, für euch. Tschüss. Wo mache ich denn hier aus? Da, ich habe zu lange keinen DKC aufgenommen.